Entlastungen sind daher sehr willkommen. An der Fachhochschule Vorarlberg wird an technischen Lösungen im Pflegebereich gearbeitet. Dazu gehört das Ausprobieren und Weiterentwickeln von innovativen Ideen. Die sind heute bei einer Tagung in Dornbirn vorgestellt worden. An der Entwicklung von Pflegerobotern wird an der FH Vorarlberg schon lange heftig geforscht. Im Einsatz sind sie bereits. Leo war im letzten Projekt hauptsächlich zur Türklinkendesinfektion zuständig in Pflegeheimen mit einer UV-Lampe. Kann sonst aber auch Getränke reichen, Musik abspielen, Witze erzählen oder für leichte Unterhaltung sorgen. Wie nennt man einen Cowboy ohne Pferd? Einen Sattelschlepper. Der Roboter kann also auch unterhalten. Gerade deshalb ist er für die Pflege von älteren Menschen gut geeignet. Es ist ganz interessant, dass sowohl jüngere Kinder als auch hochbetagte Menschen anscheinend sehr gerne mit diesen Art von Maschinen interagieren. Sie fühlen sich dadurch aktiviert, auf sie zuzugehen. Sie interagieren mit ihm, sie sprechen ihn an. Das haben wir beobachten können im Pflegeheim. Das war ganz spannend zu sehen. Und deshalb wollen wir da weiter dran forschen. Auch bei der sogenannten Telepflege tut sich einiges. Die Pflege aus der Ferne richtet sich vor allem an ältere Menschen, die möglichst lange und selbstständig in ihren eigenen vier Wänden bleiben wollen. Die Idee natürlich auch, das Thema Sicherheit abzudecken, also die Verbindung von Sensoren im eigenen Wohnumfeld mit Benachrichtigungen an Angehörige zu kombinieren, sodass sie eben, wenn sie nicht selbst vor Ort sein können, einfach wissen, okay, daheim ist alles in Ordnung, ich muss nicht mal persönlich vorbeischauen und nachsehen. Dazu gibt es noch eine technische Lösung über die App Alles klarer, unterstützen Profis aus Pflege und Psychologie die Pflegenden bei Alltagsherausforderungen. Alles klarer kann überall dort helfen, wo ich Fragen habe, die mich beschäftigen, die mich in der Nacht wach halten und wo ich gern jemanden Professionellen an meiner Seite hätte. Weitere digitale Ideen sind diverse Brillen. Die eine hilft dem Pflegepersonal, das Thema Demenz aus Sicht der Betroffenen wahrzunehmen. Mit der anderen kann man einen Spaziergang durchs Herz machen. Aber all diese Innovationen sollen Pflegekräfte ergänzen und entlasten, nicht ersetzen. Denn ich kann viel, aber nicht alles.